Leider werden auch unvorstellbar viele gesunde Unternehmen mit in den Abgrund gerissen durch eine falsche Politik des totalen Lockdown, der auch Unternehmen in den Abgrund schickt, die eigentlich gesund sind und in keinster Weise von der Marktwirtschaft hätten aussortiert werden müssen, sondern die werden jetzt von einer falschen Politik gekillt und aussortiert, was die Sache noch schlimmer macht. Also das eine ist, ich habe es für später vorausgesehen, weil natürlich auch nicht voraussehbar war, dass der schwarze Schwan einer Politik, die auf einen vermeintlichen oder tatsächlichen Virusrisiko reagiert, das so beschleunigen würde. Das zweite ist, ich habe nur 15% vorausgesehen als Wahrscheinlichkeit, dass die das da gibt. Das allein schon ist aber auch schon Mehrfaches des Eigenkapitals der Banken, sodass wir davon hätten ausgehen müssen, dass wir insgesamt eine Geldmengenausdehnung in der Größenordnung von 6.000 bis 7.000 Milliarden Euro sehen würden, um die Banken zu retten. Das war die Prognose, die ich abgegeben habe. Was wir jetzt haben, ist, es kam ein halbes Jahr, fast ein Dreivierteljahr früher, durch einen externen Schock, weil, wie gesagt, jede Bombe hat ja mehrere Zünder, auch diese. Und das Zweite ist, dass der Schock sehr viel größer ist, weil wir haben nicht 15%, sondern jetzt schon 30% der Kredite wahrscheinlich verloren. Und wir werden noch sehr viel mehr verlieren, weil wir erst 8 Wochen da drin stecken. Also diese Spirale, die fängt gerade erst an, die ist ja noch nicht am Ende. Wo die aufhört, das wage ich nicht abzuschätzen. Aber sie ist jedenfalls deutlich größer als das, was ich befürchtet habe. Dementsprechend braucht die Politik auch mehr von der Munition, die sie immer herangezogen hat in den letzten 20 Jahren, um die Probleme zu lösen. Nämlich gedrucktes Geld, frisch gedrucktes oder durch Knopfdruck hergestelltes Fiat Money. Und diese Geldschöpfung, die trifft jetzt allerdings, und auch das unterscheidet sich leicht von dem Szenario, das ich eigentlich vorausgesehen habe, auf eine global schnell fallende Produktion. Wir liegen heute mit der Produktion durch die Unterbrechung der Lieferketten zwischen China, was ja die Werkbank der Welt darstellt, und dem Westen, liegen wir heute in der Produktion industriell weit unter dem, wo wir noch vor einem halben Jahr gelegen haben. Ob das, niemand weiß es ganz genau, aber ich schätze, dass es irgendwo zwischen 25% und 50% sind. Lassen Sie es mal 25% sein. In einer um 25% gesenkten Produktivität der Weltwirtschaft, also mit 25% weniger Gütern, dehnen wir die Geldmenge aus, und zwar um den Faktor, die Zentralbankgeldmenge zunächst mal, aber später dann auch die Giralgeldmenge, um den Faktor 3 oder 4. Das heißt, wir drucken jetzt größenordnungsmäßig in den nächsten Monaten, also in Europa und USA haben wir schon 3 Billionen gedruckt in den letzten 8 Wochen. Da kommen sicher noch mal 7 bis 10, vielleicht auch 15 Billionen obendrauf. Das heißt, wir haben eine Vervielfachung der Geldmenge bei einer Schrumpfung der Produktmenge. Das führt am Anfang, weil die Unternehmen kollabieren und die Liquidität dadurch austrocknet, zu einer deflationären Tendenz. Und wenn dann das Geld nachfragewirksam wird, und es wird nachfragewirksam, und zwar deswegen, weil man ja jeden rettet. Also es muss ja jeder über Wasser gehalten werden. Es muss auch, die Sozialprogramme müssen hochgefahren werden, die Kurzarbeiter müssen finanziert werden, die Arbeitslosen müssen finanziert werden. Alles muss finanziert werden. Das heißt, das Geld wird auch nachfragewirksam. Und das bedeutet, dass wir eine massiv gestiegene Geldmenge auf eine massiv abstürzende Produktmenge treffen lassen. Das ist, wie soll ich sagen, das absolut zuverlässigste Rezept, um eine massive Inflation dann auszulösen. Das heißt, erst Deflation, dann Inflation. Und an der Stelle halte ich fest an der Prognose, die ich seit 5 Jahren gegeben habe. Nämlich, dass die Deflation der Inflation vorausgeht. Die Zahlen, die ich jetzt aus Amerika höre, ist, dass wir dort etwa minus 0,6% haben. Also 0,6% Deflation mit stark steigender Tendenz. Und zwar deswegen, weil der ökonomische Kollaps schneller geht als die Geldmengenausdehnung. Aber irgendwann wird die Geldmengenausdehnung noch schneller gehen als der ökonomische Kollaps und dann wird die Sache kippen. Und die Frage ist, was passiert mit den Banken? Die Banken werden dann mit frisch gedrucktem Geld gerettet. Aber da die Politik nicht berechenbar ist, ist nicht klar, ob es ein Buy-in oder ein Buy-out geben wird. Wenn die Politik das Modell Zypern fährt, dann bedeutet das, dass wir ein Buy-in erleben. Das heißt, die Sparer der Banken werden dann teilweise zur Kasse gebeten. Man wird ihnen einen Teil ihrer, oder vielleicht auch das ganze Sparguthaben abnehmen und wird ihnen dafür wertlose Bankaktien geben. Das heißt, man macht eine Kapitalerhöhung der Banken und einen Zwangsumtausch der Spareinlagen in Bankaktien. Die werden sich nie mehr erholen. Also das ist eigentlich für die Katz, aber fürs Alibi werden sie dann Bankaktien bekommen. Und wenn es ein reiner Buyout wird, dann muss mehr Geld gedruckt werden, um die Banken zu retten.
Und dann wird es über die Inflation auch wieder eingetrieben, was allerdings von den gleichen Leuten bezahlt wird, weil der Spargroschen dann natürlich entwertet wird über den inflationären Prozess. Ja, wir werden auf jeden Fall spannende Zeiten sehen. Letztendlich, die Politik müsste sich doch über diese Zusammenhänge bewusst sein. Und trotzdem wird noch, obwohl es ja vieles mehr und mehr dafür spricht, dann setzt sich ja wie so ein Puzzlebild zusammen, dass dieser Lockdown in dieser Art und Weise gar nicht notwendig gewesen wäre, dass es hier einfach um eine sehr ausgeprägte und relativ starke Grippe handelt, die relativ viral ist. Also wie sehen Sie das von der Politik her? Wird es bewusst gegen den das Ganze gegen die Wand gefahren sozusagen? Oder ist es einfach Inkompetenz? Also Sie wissen ja, dass ich ein großer Fan der Inkompetenz bin und nicht der Verschwörung. Aber hier kommen verschiedene Elemente zusammen. Es ist nun mal so, dass die Politik zunächst mal jetzt überreagiert hat. Sie hat überreagiert allerdings vor dem Hintergrund einer am Anfang noch relativ unbefriedigenden Datenlage und auch vor dem Hintergrund einer extremen Reaktion in China. Das heißt also, die Politik hat gesehen, in China ist das Ding ausgebrochen. Was haben die chinesischen Behörden gemacht? Sie haben also eine extreme Reaktion da an den Tag gelegt. Sie haben Städte abgeriegelt. Sie haben also alle diktatorischen Maßnahmen, die ihnen zu Gebote stehen, eingesetzt, um das Ding einzudämmen, egal was es kostete. So, und dieses Vorgehen der Chinesen hat zunächst mal im Westen den Eindruck erweckt, dass es sich um was Brandgefährliches handeln müsse. Und die Daten, die vor 6 Wochen vorgelegen haben, waren noch nicht so klar, zumindest die der Öffentlichkeit vorgelegen haben. Vielleicht hatte die Regierung ja bessere, aber die der Öffentlichkeit vorgelegen haben, war nicht so klar, dass der Alpha vom Beta-Fehler klar unterscheidbar war. Was heißt das? Alpha-Fehler heißt, ich mache nichts, weil ich sage, es ist harmlos. Dann habe ich das Risiko, dass ich mich irre. Das ist der Alpha-Fehler. Und dann sterben Menschen, obwohl ich hätte handeln können und auch handeln müssen. Die Alternative ist, ich sage, ich mache den Lockdown. Ich nehme also an, dass es extrem gefährlich ist, reagiere ganz scharf, irre mich da auch, also da kann, das heißt, das ist der Beta-Fehler, die andere Variante des Fehlers, dann rette ich keine Menschenleben, weil es ja gar nicht gefährlich ist, aber ich zerstöre die Wirtschaft. Also Alpha- und Beta-Fehler waren vor 6 bis 8 Wochen sehr schwer voneinander zu trennen und einzuschätzen, und zwar deswegen, weil die Datenlage spotty war. Und Sie erinnern sich vielleicht, ich hatte der Jungen Freiheit damals ein Interview gegeben, wo ich auch gesagt habe, jetzt erstmal Vorsicht an der Bahnsteigkante, weil die Datenlage unklar ist. Und dann hat sich die Datenlage aber in den letzten Wochen herausgeschält. Und es wurden immer mehr Daten sichtbar. Und dieses immer mehr an Daten deutete eigentlich darauf hin, dass wir eine politische Überreaktion vorliegen haben. Jetzt war die Politik aber in zweierlei Weisen gefangen. Nämlich einerseits hat sie gesagt, naja, wenn ich jetzt zugebe, dass ich mich geirrt habe, dann kann ich mich grün anstreichen und den Hasen geben. Das wird mir der Wähler nicht verzeihen. Also muss ich im Irrtum verharren, weil ich den Irrtum nicht zugeben kann. Und deswegen ist die Reaktion der Politik auch völlig rational zu erklären, dass sie so langsam ist, weil sie nicht zugeben können, dass sie sich geirrt haben und überreagiert haben. Obwohl es eigentlich das Natürlichste von der Welt wäre, sich hinzustellen und zu sagen, die Datenlage war damals so und jetzt ist sie besser und deswegen treffen wir jetzt neue Entscheidungen und die treffen wir rational. Aber die Größe hat die Politik nicht, und zwar deswegen, weil sie aus einer Inkompetenz heraus reagiert und agiert und weil sie sich zum damaligen Zeitpunkt auch auf Externe verlassen hat, deren Urteil sie gar nicht einschätzen und bewerten konnte. Und dann hat die Politik natürlich noch ein zweites Element. Sie hat jetzt mal gelernt, wie sie mit extremen Maßnahmen die Bevölkerung zum Schweigen bringt. Also wie sie uns alle sozusagen in den Status bringt, zu sagen, setzt euch jetzt mal alle nach Hause, seid schön still und brav und sagt nichts. Und eine Politik, die so inkompetent ist, die hat auch immer die Neigung, autoritäre Dinge auszuprobieren. Das hatten wir die letzten Jahre ja auch schon. Man hat im Internet die Zensur verschärft, man hat alles Mögliche gemacht, um bestimmte Freiheiten zu regulieren, wie man so schön sagt, in Wahrheit, um sie einzuschränken. Und inkompetente Politik, weil sie eben Fehler erzeugt, die möchte nicht auf die Finger geschaut bekommen. Und deswegen reagiert sie mit totalitären Tendenzen, mit sozialistischen Tendenzen, wie man sie aus der DDR kannte. Und jetzt haben die gelernt, oh, das funktioniert ja mit so einer Drohung ganz super. Und das ist noch ein weiterer Anreiz, im Fehler und in dem einmal begangenen falschen Weg zu verharren. Also ich rede jetzt nicht von einer Verschwörung, sondern ich rede einfach von den logischen Folgen inkompetenter Entscheidungen und dem Willen, es nicht zuzugeben, dass man sich mal geirrt hat. Wobei, wie gesagt, an bestimmten Stellen ja sogar ein gewisses Grundverständnis dafür da sein müsste, dass man sich auch irren darf.
Also wenn die Datenlage schlecht ist und die Gefahr hoch, dann, wie gesagt, ist ja Vorsicht geboten. Aber in dem Moment, wo die Datenlage besser wird, muss man dann halt eben dazulernen und muss auch entsprechend umsteuern können.